Diese Spiele von Oslo sind etwas ganz Besonderes. Sie stehen für Freude, Enthusiasmus, zeigen die ganze Faszination des Langlaufs. Und für die Norweger ist klar, wer die Königin dieser WM ist. Auf den Titelseiten werden täglich ihre Medaillen abgehakt und dabei geht es nur um Gold. Marit Bjørgen. Zweimal hat Norwegen Superstar schon gewonnen, mit einer Souveränität, wie sie keine andere Läuferin an den Tag legt. Im Sprint und in der Verfolgung dominierte sie die Konkurrenz. Ich habe lange auf diese WM hingearbeitet und nun bin ich hier. Ich freue mich einfach, dass ich gut drauf bin und so trainieren konnte, wie ich wollte. Mit jetzt 30 Jahren ist die Frau aus Rognes wohl auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit. Sie ist mehrfach Olympiasiegerin und Weltmeisterin, eine Ausnahmeläuferin, die vor allem ihre physische Überlegenheit ausspielt. Vom Handball in der Jugend zum Langlauf, so der Weg der Marit Bjørgen. Und dort hat sie sich zu einem Star entwickelt, eine Athletin getrimmt auf große Erfolge. Wir haben viele Mitarbeiter mit Mentalcoaches, wir haben Technikcoaches und alle hatten denselbe Ziel. So, ja, darum hat es auch soweit sehr gut geklappt. Es gibt einen großen Stofftiger auf meinem Bett. Das klingt ein bisschen verrückt, aber in der Loipe bin ich wie eine Tigerin. Das Symbol der Stärke verwende ich seit den Olympischen Spielen in Vancouver. Doch trotz ihrer Popularität ist Marit Bjørgen stets auf dem Boden geblieben. Ein Ausnahmetalent, das sich aus einfachen Verhältnissen an die Spitze der Langlaufwelt gearbeitet hat. In Norwegen überstrahlt sie alles bisher Dagewesene. Alle sprechen von 5 oder 6 Goldmedaillen, aber überhaupt hier eine Goldmedaille zu gewinnen, ist für mich schon ein Erfolg. Ich genieße es, es macht einfach Spaß. Ich habe jahrelang auf diesen Moment gewartet und nun stehe ich hier und habe schon 2 Medaillen. Die Erfolgsgeschichte der Marit Bjørgen ist noch nicht zu Ende. In dieser Form wird sie in ihrer Heimat zur Legende. Hier, wo Langlauf gelebt wird und wo diese WM nicht nur ihretwegen etwas ganz Besonderes ist.